Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur ersten Review-Folge von unserem schönen Transport Viva 2 Let's Play. Die Anno 1800-Serie neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Und ich habe lange überlegt, welches Spiel wir denn als nächstes nehmen werden, um uns ein bisschen weiterzuentwickeln. Anno 1800 ist schön und wird auch weiter auf dem Kanal vorhanden sein. Wir werden wahrscheinlich spätestens im Sommer. Das heißt, spätestens im Sommer, in wenigen Wochen auch schon die nächste Runde Anno 1800 auf dem Kanal haben. Aber zwischendrin möchte ich dann doch das ein oder andere Game zeigen. Und die Wahl ist auf Transport Fever 2 gefallen. Das heute wird so ein bisschen, Entschuldigung, die erste Preview-Folge. Ich habe eine Map generieren lassen mit dem Fantasia Map Generator. Ich zeige es euch auch gleich direkt. Und dann schauen wir mal, was uns in diesem wunderschönen Let's Play erwartet. Ich habe jede Menge Mods, Modifikationen und Fahrzeuge runtergeladen. Und die große Bitte an euch, weil ich kein Transport Fever 2 Modding-Experte bin. Wenn ihr Mods, Workshop-Items und Co. Habt, die ihr unbedingt sehen wollt oder die ihr mir empfehlen könnt, dann bitte immer rein in den Kommentaren damit. Ich schaue sie mir gerne an und wenn sie cool sind, dann versuche ich sie mit aufzunehmen. Ich hoffe jedenfalls, dass man Mods auch nachträglich noch in den Game mit aufnehmen kann. Ich kenne mich da gerade gar nicht so sehr aus. Und das soll es erstmal gewesen sein. Ich springe jetzt ins Game rein und dann gucken wir uns mal die Map an, auf der wir uns austoben werden. Und vielleicht habt ihr ja dann schon ein bisschen Input, wie wir vorgehen sollten, weil diese Folge wird vorab aufgenommen, die wird auch relativ zeitnah direkt gepostet und ist definitiv einige Tage, vielleicht sogar ein, zwei Wochen vor der ersten richtigen Folge online. Also, wir sehen uns gleich in der Map. So, und da sind wir auch schon auf unserer Karte angekommen. Das wird die Map sein, in der wir uns quasi die nächsten, ich sag mal, Wochen mit Sicherheit vergnügen werden. Von der Größe her noch ganz überschaubar, also nicht zu groß. Wir verschaffen uns jetzt gleich mal einen kleinen Überblick, was wir alles für Möglichkeiten haben. Und das ist tatsächlich der, ich glaube, er heißt Fantasia Map Generator. Und der ist wirklich eine richtig feine Sache. Der zaubert hier wirklich richtig schöne Maps. Kein Vergleich mit dem, was der Ingame-Generator bekommt. Die sehen tatsächlich teilweise alle aus, als wären sie von Hand gemacht. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben hier vorne oben einen See, wir haben einige Flüsse auf der Karte verteilt, wir haben viele Gebirgsregionen. Und wenn man sich mal die Höhenverhältnisse anschaut, haben wir wirklich unfassbar viele Höhenverhältnisse, auf die wir dann auch Rücksicht nehmen müssen, wenn wir unsere ganzen Städte versorgen. Wir haben einige Städte, wie zum Beispiel hier, die sogar auf Erhöhungen liegen und einige Städte, die relativ niedrig sind. Und das macht es natürlich auch einfach ein bisschen schwieriger, die ganzen Routen zu etablieren und aufzusetzen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, haben wir doch einige Städte hier ein bisschen verteilt. Hier oben haben wir direkt drei Städte, die auch ein bisschen Doppelungen haben. Wir haben hier zweimal die Ziegel, also die Ziegel, das Ziegelbedürfnis, das Baumaterial. Dann haben wir zweimal Werkzeugbedürfnisse. Das ist wirklich eine ganz coole Sache schon, zumal wir auch hier den großen Vorteil haben, dass wir hier direkt eine Kette hätten, wo wir Werkzeuge herstellen könnten. Zwei Holzfäller, ein Sägewerk und eine Werkzeugfabrik. Das heißt, wir könnten tatsächlich zwei Städte direkt von Anfang an mit Werkzeug versorgen. Wir haben hier auch relativ viel für unsere Treibstoffproduktion schon, aber hier den Abnehmer hier oben. Und das ist mir dann doch ein bisschen tricky, weil wir hier auch Terraforming betreiben müssen, um dann unser Zeug hochzubekommen. Das heißt, die werden wahrscheinlich eine ganze Weile warten, bis sie hier ihren Treibstoff bekommen werden. Wenn wir uns mal weiter anschauen, was hier noch ist, hier haben wir auch nochmal Waren und Baumaterial. Hier wird Brot benötigt, also Lebensmittel. Das ist ganz cool. Hier haben wir eine Bäckerei und hier haben wir zwei Farmen, die könnten wir direkt anschließen und damit dann entsprechend das schon mal abdecken. Und dann haben wir hier sogar halbwegs, wenigstens halbwegs, wir haben hier Öl, hier haben wir eine Raffinerie, hier haben wir nochmal eine Raffinerie. Ja, okay, das wird tatsächlich, werden tatsächlich sehr, sehr, sehr lange Strecken werden, aber wir hätten die Möglichkeit, hier auch Öl hinzubringen. Und hier haben wir dann tatsächlich Kühlstätten, eine Stadt, die nur aufwendige Produkte braucht. Nämlich, was, wie heißen die Dinger? Das sind Waren und Maschinen. Aber hier unten sehe ich jetzt gerade nochmal jemanden, der Treibstoff braucht. Und wir haben hier eine Werkzeugfabrik, aber der Rest ist jetzt hier oben und nicht unbedingt in der Nähe. Das dürfte ein bisschen aufwendiger sein. Also wäre auch eine Möglichkeit, das könnte tatsächlich schon der zweite Standpunkt sein, wo wir anfangen. Wir werden auf jeden Fall hier oben anfangen, in der Ecke. Und hier die Werkzeuge entsprechend zur Verfügung stellen und dann wahrscheinlich auch beide Städte verbinden, um so ein bisschen Personenverkehr zu ermöglichen. Und dann werden wir wahrscheinlich einmal hier runter wechseln und hier richtig tief in die Tasche greifen und
entsprechend hier lange Zuglinien hinsetzen, damit wir hier die Raffinerien ans Laufen kriegen können und dann die beiden Städte hier mit Treibstoff versorgen und dann die beiden auch verbinden. Was genau mein Ziel auf dieser Karte wird, kann ich noch gar nicht so 100%ig erzählen. Ich bin für alles offen. Wir können uns gerne Ziele setzen, wie zum Beispiel, alle Städte sollen ans Personennetz angeschlossen werden oder wir versorgen alle Städte mindestens mit zwei Gütern. Ich habe übrigens auch das Städtewachstum eingestellt. Das heißt, wenn die Städte wachsen, wachsen auch die Bedürfnisse auf bis zu vier an. Das heißt, auch das wird dann die Herausforderung ein bisschen weiter nach oben drücken. Und das ist auch erst unser erster Transport Viva 2 Versuch hier auf dem Kanal. Wir werden definitiv das Spiel wahrscheinlich, wenn es gut bei euch ankommt, auch noch öfter zeigen. Ich bin gespannt auf euer Input. Vielleicht habt ihr auch noch ein, zwei Ideen, wie ich anders anfangen sollte. Wie gesagt, mein Plan ist hier oben Werkzeuge und dann hier unten Treibstoff und dann lassen wir uns einfach mal ein bisschen von dem Game treiben. Hier kann man natürlich auch das Brot relativ einfach hinbringen. Hier sogar auch noch, weil wir hier auch noch eine Farm und eine Bäckerei haben. Aber unsere Gelder sind natürlich limitiert. Lasst euch jetzt nicht irritieren, dass wir schon im Mai sind. Ich habe vergessen zu pausieren, aber ich habe einmal abgespeichert am 01.01.1900. Dementsprechend sollte das kein Problem sein. Ein Input noch, bevor dann dieses Preview-Ding auch zu Ende ist. Gegebenenfalls, wir haben ja, sind ja geldtechnisch ab und zu limitiert und müssen natürlich dann auch immer auf Geld warten, bis unsere Routen dann genug eingespielt haben. Kann es durchaus sein, dass ich offstream das Game dann ruhig mal ein paar Minuten laufen lasse und den Timer für die Datumsweiterentwicklung auf Stopp schalte, sodass wir hier innerhalb des Let's Plays nicht allzu oft auf Geld warten müssen. So, das soll es aber auch gewesen sein. Ich freue mich auf euch und das wunderschöne Let's Play mit euch zu starten und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, euer Chris.